Du kennst doch den Kotfresser aus Elden Ring. Den Kotfresser. Oder wie der Typ heißt. Ich glaube, Kotfresser heißt er. Die imperiale Patrouille müsste jede Minute hier vorbeikommen. Je früher, desto besser. Was, wenn sie das Gerät gefunden haben, das Ravis sucht? Dann töten wir sie und nehmen es uns. Der Kotfresser bringt eines der Enden bei Elden Ring. Das ist der Typen dieser zerfetzten, naja, was heißt zerfetzten, zerrosteten, verschissenen Rüstung. Der so viele Leute umbringt. Und er frisst die Seele. Das Problem ist, im... Ich weiß nicht, ob es japanisch ist oder so im asiatischen Kultur eher so. Da ist der Glaube, dass die Seele im Körper in einer Drüse am Arsch sitzt. Das heißt, der Kotfresser frisst im wahrsten Sinne den Kot der Leute mit dieser Drüse und verschlingt dadurch die Seele. Das war ein geiler Hieb. Endlich! Das sind Sturmtrupper. Die Raiders halten das Imperium auf Trab. Wenigstens dazu sind sie zu gebrauchen. Das war ein geiler Hieb. Ich habe es damit gerechnet, dass da irgendeine riesige Kreatur da ist. Es ist ein Tor. Die Tür ist zu. Oh, keiner von uns kommt da rein. Wir könnten ja einfach mit unseren Schiffen da rüberfliegen oder mit so einem Seilding da hochklettern. Nein, ich hinterfrag's nicht. Ich hinterfrag's nicht. Das ist wieder Gartenzaun Resident Evil im vierten, wo man drüber hüpfen könnte, aber einen Schlüssel suchen muss. Die Anlage müsste hier irgendwo sein. Vorwärts geht's nur mitten durch. Hast du das auch gesehen, BD? Ich weiß nicht. Weiß nicht, was das ist. Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Ist wohl blockiert. Halt still, BD. Mal sehen, was ich tun kann. Das bringt nichts, BD. Darüber komme ich nicht. Da kann ich laufen. Shit, die Dinger gibt es ja in verschiedenen Größen. Warum sollte ich das tun? Hey, nicht schlecht. Weiter geht's, BD. Alles klar. Versuchen wir es nochmal. Einige dieser Steinsäulen sind locker. Ich wollte sagen, das sieht nicht so aus, als ob ich da hochkomme. Das sieht nicht aus, als ob ich es überleben würde.
Aha. Ich hab grad gedacht, da wäre was, was ich einschlagen könnte oder so. Was denkst du, ist das für eine Anlage, Kumpel? Centauri Cree sagt, sie enthält den Schlüssel nach Tenalor. Sie scheint das auch zu denken. Wir finden es heraus. Ich find's. Ich muss jetzt mal sagen, ich find's gut, dass dieses durch die Lücke kriechen nicht immer eine Höhe hat, sondern dass da auch verschiedene Höhen sind. Oder auch mal Hindernisse und so, dass es halt nicht immer, hey, ich quetsch mich durch, sondern hey, ich kletter auch mal über ein Hindernis. Viel Spaß bei Dead Island 2. Oh Yoda, wenn du das ja auch hast, dann weiß ich ja, was wir mal irgendwann machen müssen. Oh shit. Shit. Zu spät gesehen. Yo Jay. Danke fürs dabei sein. Einen schönen Sonntag. Ist doch Sonntag, oder? Ja, es ist Sonntag. So, ich nutze das nämlich jetzt auch gerade mal für eine kleine Pause. So, geh mal kurz mit dem Hund noch raus, dass der was machen kann. Bis gleich. Ja, bei Dead Island 2 gibt es, glaube ich, 4-Spieler-Modi. Ach Gott. So, bis gleich. Ah, von da bin ich ja gekommen, stimmt ja. Die Raiders mögen die Imperialen auch nicht. Das wirst du bereuen. Ah, ich liebe dieses Spiel, das ist super. Sie müssen diese Landekapsel von dem Luker-Hulk abgeschossen haben. Hm. Ich würde gerade sagen, das ist schlecht. Lass uns diese Eimerköpfe überraschen. Nicht nur ein Aufständiger. Oh. Oh, sorry. War das dein großer Moment? Tut mir leid. Hier wurden Generationen von jungen Rockers aufgezogen. Und dann kam das Imperium. Hat alles erschossen und zertrampelt, was im Weg stand. So, ich muss kurz was gucken.
Ich muss mal ganz kurz an mein Handy. Ja, ich hatte leider den Kopfhörer gerade nicht auf. Du konntest mich nicht erschrecken, wer auch immer das war. Ich kann gerade nicht gucken, wer es ist. Kurzer Moment. So. Weil ich vermute, es kann ja nur Noctis sein oder Priest. So, ich habe gerade eine Spende getätigt. Beim Stream von der guten Erinja. Hier ist der Link. Waren das so? Bist du leise eingestellt? Ich bin so leise hier eingestellt. Ich hab gerade irgendwas gehört. 50 Euro, Mensch! Das ist ja schon die Hälfte des Ziels! Ja, moin, Otaku Bro, das ist ja schon die Hälfte des Ziels, den du da ja jetzt hier reinballerst. Sehr nice, danke. Die Lorenzkraft und die linke Handregel. Wir nehmen jetzt doch die linke Handregel, weil ich habe da jetzt was. Ich habe auf meinem Spicker was gefunden. Du bist mit deiner Antwort zufrieden, das geht doch. Einmal klug im Leben wirken. Einmal klug wirken. Die Frage kommt dir bekannt vor. Übersetze folgendes. Uyu wa tsudomete. Scheiße, es ist japanisch. Oh, wartet. Ein Wintermorgen ist wohltuend. Du bist mit deiner Antwort zufrieden. Ja, moin, japanisch, ich kann's. So. Die gute Rinja sammelt Spenden für die deutsche Krebshilfe. Danke, Bro. Bring Kerl nicht so oft um. Mir so oft stolpern, wenn du hier das Soundboard bedienst. Die Frage kommt dir bekannt vor. So, gut. Okay, jetzt bin ich auch wieder voll hier. Du bist am ersten Zombie verreckt, Yoda. Ernsthaft. Ah, ich war kurz bei der bei meiner Otakusis und hab da eine kleine Spende für die Deutsche Krebshilfe zurückgelassen. Sie sammelt da jetzt gerade. Und auch alle Spenden, die während dieses Streams... getätigt werden, gehen auch an die Krebshilfe. Nur als kleine Info für euch. Ah, ich liebe diese Killmoves. Ach, das ist der Eingang von eben. Ich wollte gerade sagen, da muss ich doch lang können. Okay, das war nicht dafür gedacht, dass man da sich da drauf bewegt scheinbar. Okay. Oh shit! Hin.
doch tatsächlich. Ha! Ich hab's auf die Konsole. Noctis. Ich hab's auf Konsole. Das ist für mich einfach ein Konsolenspiel. Und außerdem ist die PC-Version voll mit Bugs, deswegen. Ich würde viel für einen Blick in diese Galaxis geben. Hey, kleiner Freund. Nur die Ruhe. Ich will keinen Ärger. Ich glaube, ich habe da jemanden Neues für die Siedlung gefunden. Nur die Ruhe. Ich bin ein Freund. Ach, Mutter aller Monde. Da bin ich ja beruhigt. Ich tauge im Kampf nämlich nicht viel. Ich bin hier, um mir diese unglaubliche Struktur aus der Zeit der Hohen Republik anzusehen. Hätte nicht gedacht, dass ich mit meinem Feldtagebuch wilde Tiere abwehren muss. Ich rede einfach drauf los. Entschuldige das bitte. Ist eine schlechte Gewohnheit von mir. Ich bin übrigens Thor. Ich bin Kerl. Das ist BD-1. Das Imperium wird nicht begeistert sein, wenn es dich hier draußen findet. Warum gehst du nicht zur Reach zurück? Ich denke, das werde ich tun. Ja, guck mal an. Kannst du dir diese Struktur genau ansehen? Gerade genug, um zu sehen, dass es keinen Eingang gibt. Aber wir haben Glück. Sie sieht intakt aus. Ah. Ja, toll, wenn ich die Kamera wegdrehe, wird ein Gespräch unterbrochen, oder was? Hey, hey, hey. Also ganz fehlerfrei ist die Konsolenversion auch nicht, aber... Sie sehen, worauf sie geschossen haben, einen Spionagedroiden. Irgendjemand interessiert sich für diese Gegend. Vielleicht sind es die Raiders? Ja, aber immerhin läuft's. Das ist furchtbar. Es gibt so viele gute Fähigkeiten. Ja, es ist schon ein Fehler. Es ist halt nur nichts Großes. Passieren sollte das eigentlich ja nicht. Ernsthaft? Da komme ich nicht rüber? Ich wollte gerade sagen. Enden wir besser nicht wie der hier. Oh shit, das ist so ein Ding. Ein Vampir, oder wie die Teile heißen. Aha, wenn man festhängt an der Wand. Shit.
Au. Hilfe bitte. Ah, dass man im Angriff nicht wegspringen kann. Hierher, Kumpel. Hey, Kumpel. Ah, oh, hoffentlich tut das weh. Alter, das ist ein böses Ding. Ist doch ein Wampa, oder? Mogu, sieht aus wie Wampas. Die sehen aus wie Wampas, tut mir leid. Das ist eine der Kammern aus der Zeit der Hohen Republik. Na, ah, ich hab grad gedacht, da liegt was. So, Ah, das ist ein Nebenquest, okay. Mit der Kammer. Ist gleich da. Erst müssen wir im Wald an Imperialen und wilden Tieren vorbei. Ah, guck mal. Wieder ein Stimpack. Von denen kann man nie genug haben. Ich werde jetzt erstmal da unten die Imperialen ausschalten. Spiel sieht einfach, das ist mega hier. Abgelegenen Planeten wie Kobo. Das muss gehackt werden. Ah, yay, eine neue Frisur. Juhu. Also gut, lass sehen. Der kurze Strohhalm. Oh, da unten ist wieder so ein Gallenvieh. Das sind Erfahrungspunkte. Alter, das ist brutal. Was das einfach, wie weitläufig hier alles ist. Was du hier alles entdecken kannst. Jetzt gibt's die Dinger hier noch mit Feuer oder was? Hier!
Ah. Gucken wir mal, wo uns das hinführt. Oh, ich hab gedacht, das wäre eine Rutschparty. Sieht nicht wirklich sicher aus. Oh Gott! Was war denn das gerade? Okay.